Liebe Gemeinde, liebe Mitbürger mit einer Anpassungsstörung und liebe Maskenmuffel. Wir, die Putte Melodica, der Engel Abraxas und meine Wenigkeit, Pater Theo, von der Freiluftkirche Ecclesia Corona, begrüßen Sie heute zu dieser besonderen Messe. Lasst uns erst einmal gemeinsam unseren Glauben bekennen mit den Worten, die die heilige Corona uns gelehrt hat. Für diejenigen unter uns, die noch nicht mit dem Glaubensbekenntnis der Ecclesia Corona vertraut sind, könnt ihr hier den Text abholen. So glaubt, sobald Bruder Malte fertig ist, werden wir gemeinsam beten. Und ich glaube an Corona, den Virus, den Allmächtigen, den Schöpfer der Impfung und der PCR und an Billus Matthäus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch die heilige Fledermaus, geboren von der Jungfrau Angela, gelitten unter Pontius Conspiratus, geheiligt, erstunken und erlogen, hineingesteigert in das Reich des Wahnsinns, an jedem Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Hirne, er sitzt zur rechten Drostens des allmächtigen Vaters. Dort ist er gekommen, zu infizieren die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den heiligen Span, die heilige Ecclesia Corona, Gemeinschaft der Solidarischen, Vergebung der Zweifel, Auferstehung der Masken und das ewige Sterben. Aha! Wir haben uns hier heute versammelt im Namen der heiligen Corona zu einer Sammelheiligsprechung in Absentia. Diese Ehre kommt Dr. Drosten, Jens Spahn, Dr. Angela Merkel und der deutschen Antifa zu, die alle nachweisbare Wunder vollbracht haben. Dr. Christian Drosten. Übrigens unmöglich, ein Maskenfoto mit ihm außerhalb seines Labors zu finden. Ein Mikrowunder wie das einer verschwundenen Doktorarbeit. Der Chef-Virologe Deutschlands ist ein grandioses Wunder der Inkompetenz. Er hat sich so häufig mit seinen Prognosen der ferneren und kürzeren Vergangenheit verrechnet, dass es allein ein Wunder ist, dass er vom Spahn-Merkel noch ernst genommen wird. Dr. Drosten hat im März noch beteuert, dass wir in Deutschland ein nicht so effektives Antivirusmittel wie das amerikanische Tamiflu hätten. Nun, dieses nutzlose Mittel war für die nicht eingetretene Schweinegrippe ein wahres Geldsegenwunder für die Pharmaindustrie. Und der von ihm mitentwickelte PCR-Test, der laut Fachexperten überhaupt nichts aussagt, außer dass Schnipselchen von Corona-Nukleinsäuren vorhanden sind oder waren, aber nichts über eine Infektion aussagen kann, ist ein verifiziertes Wunder der Wissenschaft. Es wird weltweit eingesetzt und ist kompletter Unsinn. Ein weiteres Wunder für die Pharmaindustrie und für Machtfantasien der Herrschenden. Herr Jens Spahn, dieser sogenannte Gesundheitsminister, wird in die Geschichte eingehen als ein Wunder der Ignoranz,
der Inkompetenz und der Unterwürfigkeit. Er ignoriert konsequent alle Fachexperten außer Dr. Drosten und schiebt den Virus vor, um die Demokratie, die Gewaltenteilung und den Rechtsstaat auszuschalten. Er, ein austauschbares Marionettenwunder für Strippenzieher. Frau Doktor der Physik, Dauerkanzlerin und Königin der Macht, Angela Merkel. Sie thront über allem. Unantastbar und Teflon beschichtet. Ein Sitzfleischwunder. Sie kann nicht gestürzt werden, weil sie zu allem Ja sagt, was die Wirtschaft ihr vorschreibt. Sie ist eine Meisterin der inhaltsleeren Reden. Ihr Lieblingswort? Alternativlos. Neuerdings trägt sie die nutzlose sogenannte Schutzmaske, die für nichts anderes zu gebrauchen ist als Doktorspielchen, Bondage-Fantasien, Raubüberfälle, Gehorsamkeitssignalisierungen, um Mundgeruch oder wahre Emotionen zu verbergen. Mutti Merkel ist ein Wunder der Fantasie und der Meinungslosigkeit. Die Antifa verdient es besonders heilig gesprochen zu werden. Sie ist ein Wunder des Namensbetrugs und der Selbsttäuschung. Denn sie steht heute für Sabotage und Meinungsunfreiheit. Sie kämpft angeblich gegen Nazis, aber schweigt zu Rechtsradikalismus in der Bundeswehr. Die Antifa, die auf friedlichen Demos schwarz vermummt Sabotageakte begeht, wie letztlich in Lüneburg mit ihrem Anschlag auf den Creative Caravan Tourbus. Ja, die Antifa. Ein kleines Wunder, dass sie offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als Gegendemos gegen Verschwörungstheoretiker und andere Schwurbler zu organisieren. Und ein Riesenwunder, dass sie immer mehr in ihrem Verhalten den Schlägertrupps der SA ähnelt. Daher verkünden wir, zu Ehren der allerheiligsten Ecclesia Corona, zu Ehren des Corona-Glaubens, zur Erhöhung des Corona-Glaubens und zum Wachstum des Coronavirus, erklären und definieren wir Dr. Christian Drosten, der allgemeine Jens Spahn, Königin Angela Merkel und die deutsche Antifa zu Heiligen. Ad honorem sanctet individua ecclesia corone, ad exaltationem fide corone, et vidi corone incrementum beatus Dr. Christian Drosten, Generalis Jens Spahn, Regina Angela Merkel, et Antifa Germanica, Sanctos esse determinus et definimus.